Was geschah bisher bei My Little Pony? Als Prinzessin soll ich die Magie der Freundschaft in ganz Equestria verbreiten. Der Baum der Harmonie will doch nicht, dass ich in einem Schloss in Ponyville sitze. Das ist ja unglaublich. Man sieht ganz Equestria. Warum sind unsere Schönheitsflecken jetzt da drüben? Anscheinend sollen wir das jetzt herausfinden. Ein ganzer Ort mit demselben Schönheitsfleck? Willkommen! Das ist mit Abstand der höflichste Ort in ganz Equestria. Es freut mich sehr, dass ihr an unserem Schönheitsflecken-Verlies interessiert seid. Das ist eine Falle! Ja! Tja, nun könnt ihr den Rest eures Lebens hier verbringen. Ganz ohne eure Schönheitsflecken. Fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich. Zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys. Meine allerbesten Freunde seid ihr. Gleichheit bringt inneren Frieden. Einzigartigkeit ist eine Lüge. Befreie dich selbst von deinem Schönheitsfleck. Wähle Gleichheit als dein besonderes Ich ertrage diese Stimme nicht mehr länger. Oh, das ist so fürchterlich. Na, Rarity, es ist doch nicht so schlimm. Klar ist es das. Siehst du diese Vorhänge? Ich weiß nicht mal mehr, ob sie schäbig sind oder nicht. Naja, ich finde sie hübsch. Oh, ich auch. Oh, schön, dich zu sehen. Kannst du uns helfen, Vögelchen? Flieg davon! Flieg los und hol Hilfe! Oh, ich verstehe nicht mal mehr, was dieses Vögelchen zwitschert. Oh, diese Tür ist verschlossener als ein Haufen von Ferkeln in Mist. Ich kenne mich in der Landwirtschaft gar nicht mehr aus. Ich weiß auch nicht. Vielleicht macht es ja Spaß, dass wir alle gleich sind. Naja, irgendwie. Eher angenehm als spaßig. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Stab. Ich habe die Einhörner aus dem Osten nicht eingehend studiert. Aber ich bin mir sicher, dass Meadowbrook nur 8 magische Dinge besaß, nicht 9. Und an einen Stab kann ich mich nicht erinnern. Tja, es sieht so aus, als hättest du genug Zeit, darüber nachzudenken. Vergiss es, Twilight. Diese Tür lässt sich nicht öffnen. Und ich fürchte, diese Fensterchen sind auch viel zu klein für eine Flucht. Aber es gibt noch einen dritten Weg. Natürlich! Irgendwann sind die Wände durch den Wind abgenutzt und fangen an zu bröckeln. Wir warten darauf, dass ein großes Loch entsteht und gehen dann einfach hinaus. Das ist der perfekte Plan! Vermute ich. Wir müssen nicht versuchen, auszubrechen. Wir tun einfach so, als hätten wir ihre Philosophie akzeptiert. Aber sie glauben nie, dass wir nach einer Nacht unser Denken verändert haben. Einer von uns glauben sie bestimmt. Mir? Seit unserer Ankunft redest du davon, wie toll du es hier findest. Das liegt daran, weil hier alle so nett sind und das Städtchen gefällt mir auch und... Oh, du hast recht. Sie würden mir wahrscheinlich glauben. Aber ich lüge nur ungern. Sie waren doch so freundlich und so herzlich. Naja, abgesehen davon, dass sie uns hier gefangen halten und wollen, dass wir das aufgeben, was uns so besonders macht. Okay, ich tue es. Ich meine, cool. Aber was soll ich tun, wenn ich draußen bin? Du musst versuchen, unsere Schönheitsflecken zu befreien. Oh, guten Morgen. Ihr hattet sicher eine angenehme Nacht. Hier entlang, bitte. Ihr habt Besuch von Freunden, die euch gern sehen würden. Kommt,
Kommt zusammen, Freunde! Kommt zusammen! Wir möchten euch fragen, ob sich eine von euch uns anschließen will. Es warten so viele Freundschaften auf euch, wenn ihr erst einmal eingesehen habt, dass ihr eure Schönheitsflecken oder entsprechenden Talente nicht braucht. Es gibt eine Willkommenszeremonie für unsere neuen Freunde. Alle Bewohner unseres Städtchens bauen zusammen unserem neuen Freund ein Häuschen. Nicht interessiert! Vielleicht habt ihr sie noch, aber wir bekommen unsere Schönheitsflecken zurück. Ihr scheint das nicht zu verstehen. Ihr könnt Freundschaft wirklich nicht erzwingen. So funktioniert das nicht. Bitte schließt euch uns an. Wir lieben neue Freunde. Es ist alles in Ordnung, liebe Ponys. Das ist eine ganz normale Entwicklung im Verlauf des Angleichungsprozesses. Zumindest bei denen, die es immer noch nicht verstanden haben. Wir versuchen es morgen nochmal, wenn ihr noch etwas mehr Zeit hattet, darüber in Ruhe nachzudenken. Ich will mich euch anschließen. Fluttershy, wie kannst du nur? Wenn ich nur meinen Schönheitsfleck aufgeben muss, um in diesem schönen Städtchen bei diesen lieben Ponys zu bleiben, dann tue ich es. Wir haben eine neue Freundin, liebe Ponys. Das ist schön. Eine Kleinigkeit gibt es noch zu erledigen. Es scheint in unserer Mitte Ponys zu geben, die mit dem Leben in der Gemeinschaft unzufrieden sind. Leider ist diese Nachricht nur allzu wahr, meine lieben Freunde. Wärst du vielleicht so nett, uns die Namen der Freunde zu verraten, die offenbar ihre Schönheitsflecken so sehr vermissen, dass sie in Verstecken und in aller Heimlichkeit mit Fremden darüber reden? Nur damit wir sicher sind, dass deine Absichten auch ehrlich und rein sind. Ich habe keine Ahnung, wer es gewesen ist. Tja, tut mir leid. Ich kenne eure Namen und Gesichter ja noch nicht. Unsinn! Die betreffenden Ponys haben euch doch direkt angesprochen. Zeigt doch einfach auf sie! Ich war es. Ich bin es als Einziger gewesen. Ich wollte den Schönheitsfleck nur für einen Moment zurück. Und du bist dir ganz sicher, dass du der Einzige gewesen bist? Ich wollte nur noch mal wissen, wie es sich anfühlt. Und du hast nicht an den Schmerz gedacht, den du in deinen Freunden wächst. Das ist sehr selbstsüchtig. Es tut mir leid, liebe Ponys. Ich wollte das Dorf nie verlassen. Ich liebe euch alle. Was habe ich mir dabei gedacht? Wieso habe ich überhaupt in Erwägung gezogen, meinen Schönheitsfleck zurückzubekommen? Keine Sorge, Fluttershy holt uns bestimmt ruckzuck hier raus. Hast du nicht gesehen, was da draußen vor sich ging? Sie hat das Leben bei uns akzeptiert. Ihr werdet es alle akzeptieren. Es ist nur eine Frage der Zeit. Der Kerl ist ja echt eine Tonne voller Lachen. Lachen gibt's nicht in Tonnen. Es kommt aus dem Körper und ist eine Reaktion der Freude. Also, was machen wir in der Zeit, in der Fluttershy nach unseren Schönheitsflecken sucht? Wir müssen so optimistisch bleiben, wie es geht. Und wenn Partyfavor sieht, wie tief unsere Freundschaft ist, obwohl wir unterschiedlich sind, kann er uns vielleicht helfen, den Rest des Dorfes auch zu überzeugen. Herausstechen zu wollen, ist Versagen. Hoffentlich gelingt es ihnen nur nicht, uns zuerst zu überzeugen. Willkommen! 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 Toll, ihr seid wirklich die nettesten Ponys, die ich kenne. Komm, alle neuen Freunde wohnen so lange bei mir, bis ihr Haus fertig ist. Mach's dir gemütlich. Später kannst du genießen, was unser kleines Städtchen alles zu bieten hat. Double Diamond. Danke. Aber ich verstehe nicht, warum ich sie unbedingt herbringen sollte. Fluttershy ist doch jetzt eine von uns. Wir können ihr sicher vertrauen. Dieser hier gehörte einer Prinzessin. Er kann unserer Sache unter Umständen sehr dienlich sein.
Aber wenn Twilight Sparkle auch unsere Freundin wird, was kümmert uns denn dann noch ihr alter Schönheitsfleck? Ich hab die Schönheitsflecken lieber bei mir, jedenfalls so lange, bis alles entschieden ist. Danke, geh ruhig, Double Diamond. Oh wei, wie soll ich denn jetzt die Schönheitsflecken jemals zurückholen? Au! Oh, Starlight, du dumme Stute. Ich habe heute ein ganz wunderbares Gefühl. Also, hat eine von euch uns vielleicht irgendetwas zu sagen? Oh, wie schade. Versuchen wir es einfach morgen nochmal, oder? In Ordnung. Keine neuen Freunde heute, tut mir leid. Warte, ich möchte sie gern einsperren. Fantastisch, Fluttershy. Das nenne ich Einsatz. Partyfavor, kommst du wieder zu uns, bitte? Es tut mir leid, Starlight. Es tut mir leid, liebe Ponys. Ich habe meinen furchtbaren Fehler erkannt. Und ich will mir meinen Schönheitsfleck nicht einmal mehr ansehen. Ich finde, das hört sich nach einem großartigen Grund zu feiern an. Ja! Sie haben versucht, mich zu brechen. Sie sprachen ständig davon, wie unterschiedlich sie sind. Und dass das ihre Freundschaft angeblich nur stärkt. Solch ein altmodisches Denken. Aber ich habe nicht zugehört. Sie wollten mich beeinflussen, also habe ich nicht zugehört. Sehr gut gemacht, Partyfavor. Wir heißen dich wieder willkommen mit offenen Hufen. Starlight? Ich glaube, wir haben doch noch eine neue Freundin, die sich uns heute anschließt. Oh. Kann das wahr sein? Ich denke schon. Aber ich wäre mir gerne ganz sicher. Wenn ich zustimme, meinen Schönheitsfleck im Verlies zu lassen, werde ich dann wirklich glücklicher sein? Sieh dich doch um. Unsere Gleichheit macht uns so viel glücklicher, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Und dürfte ich auch im Dorf wohnen und meinen alten Schönheitsfleck tragen? Das steht völlig außer Frage. Ein Pony mit einem anderen Schönheitsfleck in unserer Mitte würde unsere gesamte Philosophie gefährden. Hier sind alle Ponys gleich. Ja. Ja. Und wie erklärst du dann das? Oh. Ich wusste, man kann dir nicht trauen. Nein! Geh weg! Was seht ihr mich denn an? Sie sind das Problem und nicht ich. Wie konntest du das tun? Du hast gesagt, dass Schönheitsflecken schlecht sind. Du hast gesagt, besondere Talente bringen Leid und Schmerzen. Das stimmt auch. Seht ihr das denn nicht? Das sieht man doch an ihnen. Aber warum mussten wir unsere Schönheitsflecken abgeben und du hast deinen behalten? Ich musste es tun, ihr Narren. Wie hätte ich euch eure Flecken ohne Magie nehmen können? Aber der Stab besitzt die Magie, die wir brauchen. Der Stab ist ein Stück Holz irgendwo aus der Wüste. Es ist meine Magie, die uns all das ermöglicht. Ihr hättet immer noch euer miserables Leben und würdet denken, ihr seid besser als andere Ponys, hätte ich nicht meine magischen Fähigkeiten. Ich gab euch Freundschaft. Ich gab euch eure Gleichheit. Ich erschuf unsere Harmonie. Du hast uns nur belogen. Ja, na und? Aber was ich sonst gesagt habe, stimmt. Die einzige Möglichkeit, glücklich zu werden, ist Gleichheit. Nur für dich scheint das nicht zu gelten. Jedes Pony hat einzigartige Fähigkeiten. Und nur wenn wir sie teilen, entsteht wahre... Schweig endlich! Du musst deinen Schönheitsfleck abgeben, Starlight. Entweder wir sind alle gleich oder niemand muss es sein. Komm, Ponys, wir holen uns unsere Schönheitsflecken zurück. Yeah! Kommt mit, wir holen auch unsere Schönheitsflecken. Unsere Schönheitsflecken sind nicht im Verlies, sie sind dort drin, bei ihr. Geht zurück, Ponys.
Schönheitsfleck kann ich sagen, wie wunderschön das ist. Sie denken, sie können einfach hierher kommen und mein Leben zerstören. Mal sehen, wie es ihnen gefällt, den Rest ihres Lebens ohne ihre kostbaren Schönheitsflecken zu leben. Hinüber zum Pass. Schafft sie es in die Berge, werden wir sie niemals entdecken. Das ist ja unglaublich. In den Bergen gibt es ein Höhlenlabyrinth. Eure Schönheitsflecken könnten verloren gehen. Legt einen Huf drauf, Leute. Oh, kommt schon. Wollt ihr wirklich alles aufgeben für diese merkwürdigen Fremden? Das haben wir alles für dich getan, weil wir dachten, wir wären Freunde. Ich glaube nicht, dass wir die Hilfe dieser Ponys brauchen, um unsere Schönheitsflecken zu bekommen. Wären wir nicht gekommen, um ihnen zu helfen, würden sie noch immer nach ihren Regeln leben. Und jetzt helfen sie eben uns. Und ich weiß, dass sie es auch können. Mein allerneuestes Rezept, Schneekuchen. Sind das nicht meine alten Skier? An diesem Ort habe ich Starlight kennengelernt. Keine Zeit für Erinnerungen. Sie sind schon fast bei den Höhlen. Na, soll ich dich ein Stück mitnehmen? Wieder wie ein Landei? Boah, ich habe diesen Zauber jahrelang geübt. Wie konntest du? Ich habe auch jahrelang Magie studiert. Aber was ich trotz allem nicht wusste, war, dass Lernen nicht alles ist. Jede meiner Freundinnen hat mich etwas anderes über mich selbst gelehrt. Es waren ihre Talente, ihre Leidenschaft und Persönlichkeit, die die Magie in mir wachsen ließen. Ohne meine Freundinnen hätte ich nie erfahren, dass ich das Element der Magie vertrete. Und ohne sie wäre ich ganz sicher nicht hier, um dich aufzuhalten. Spar dir den sentimentalen Unsinn. Ich gab diesen Ponys wahre Freundschaft. Die hätten sie nie woanders erlebt. Woher willst du das wissen? Du hast uns diese Chance immer verwehrt. Sie versucht uns zu entkommen! Dort drin werden wir sie nicht finden! Hoffen wir einfach, dass sie sich genug Zeit zum Nachdenken nimmt und sie erkennt, dass ihr ihr alle etwas beigebracht habt. Nein, ihr wart es, die uns etwas gelehrt haben. Wir sind alle hierher gekommen, weil wir gemerkt haben, dass uns etwas in unserem Leben fehlt. Wir dachten, Starlight hätte uns gerettet. Aber jetzt scheint es, als hätten wir immer gehabt, was wir suchten. Uns selbst.
Dann bleibt ihr also alle hier im Städtchen? Es ist unser Zuhause. Ich möchte nicht irgendwo anders hingehen. Lasst uns die Chance nutzen, uns alle noch einmal neu kennenzulernen. Als wäre es das erste Mal. Und ich kann endlich mal wieder was anderes backen als diese schrecklichen Muffins. Also das nenne ich ein echtes Lachen. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Ich finde es großartig. Kann das heißen, dass der Plan uns jetzt woanders hinschickt? Ich glaube, es heißt eher, dass unsere Arbeit hier getan ist. Tja, du hattest wohl recht, Twilight. Es gab einen Grund, warum wir hierher geschickt wurden. Wir haben allen diesen Ponys echte Freundschaft gebracht. Ich schätze, deshalb bist du auch die Prinzessin der Freundschaft. Aber die Karte hat nicht nur mich, sondern auch euch hergeschickt. Ihr seid ein Teil von mir, ihr alle. Und ohne Zweifel seid ihr ein Teil meiner Mission, Freundschaft zu verbreiten. Es fühlt sich wie ein Ende an. Aber wir müssen doch noch nicht gehen, oder? Denn diese Sugar Bear kann backen! Vielleicht können wir noch ein kleines Weilchen bleiben. Kommt mit!